schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Ja, also mit dem Ding, mit dem Wagen, da wohl auf Garantie, ja. Aber ich weiß nicht, warum das nicht klappt, warum man da keine Eingeborenen reinlegen kann. Normalerweise zeigt er das an, dass das geht. Ja, irgendwie. Man kann es ja auswählen, was man da reinlegt, ne? Ja, richtig. Und ich habe das schon mal getestet und wir konnten das, also wir konnten es nicht. Wir konnten da keinen Eingeborenen reinlegen. Es wäre doch schön gewesen, wenn wir damit durch die Gegend gefahren wären. Hätten wir alle aufgesammelt, ab zum Feuer mit ihm, weißt du? Ja. Nein. Verstehe ich nicht. So, dann werden wir den mal nehmen hier. So, nächster Baum fällt. Ja. Mensch, die Rehe, die legen es auch wirklich drauf an, ne? Dass sie erschlagen werden hier. Jetzt fällt das mal auf. Okay, da kommt schon wieder was. Ich gehe mal wieder rein. Was denn? Da schreit schon wieder was. Ich sehe zwar noch nichts, aber... Wie ist also das ich habe nichts schreien hören. Bisschen zu heikel war das. Vor allen Dingen ist es Nachtruhe, hier wird nicht mehr geschrien. Ja, da halten die sich dran, ne? Na. Wir gehen ja auch nicht zu denen ins Dorf und schreien die an. Warum eigentlich nicht? Ja, verstehe ich auch nicht. Verdient ist verdient, oder? Ja. Rein theoretisch. Oh. Ja, der riecht gut. Ach, hier sind ja auch noch Bäume. Okay. Ja. Immer weg damit, die kommen noch wieder. Wenn wir gepennt haben, dann sind sie wieder da. Naja, vielleicht nicht alle, aber... Doch. Naja, nicht alle auf einmal, aber irgendwann sind sie alle wieder da. Es sei denn, ich klopfe die... die Stümpfe weg. Aber ich mache nur die weg, die wirklich ganz dicht am Zaun sind, weil ich habe keinen Bock, dass die uns darüber springen. So. Der ist mal weg. Na, ich traue der ganzen Geschichte nicht, deswegen mache ich das hier so peu à peu. Also. Ja, ja, mach ruhig. Alles gut. Mach's auch der Tor wieder zu? Ja, genau. So. Wo sind die Baumstämme? Im Dunkeln ist das Betten schwieriger. Wo ist er denn? Ja. Hä? Und der Rasen verdeckt ja auch, oder die ganze Bujamie hier? Ja, aber so. Ich weiß nicht, wo der jetzt ist. Ich habe keinen anderen, vielleicht finde ich den ja auch. Ich habe jetzt erstmal nur einen gefunden. Irgendwas ist schon wieder da. Mich schon wieder angefaucht. Ja, jetzt höre ich es auch. Wow, die sind sogar schon drinne. Ja, warte mal. Und ich muss gerade. Wir können die ja. Ach, ich werde die mal ersaufen lassen. Warte mal. Ich gehe mal schwimmen. Vielleicht kommen sie mir ja hinterher. Wird das schon wieder da her? Da komme ich nicht. Ja, ja. Da ist der Baumstamm. Mein Gott, was ist mit dir, du Vogel? Jetzt schlagen die sich auch gegenseitig. Ja, von mir aus sind die doof. Nee.
Komm bloß weg, ey. Das waren wenigstens 4 Stück jetzt. Ja, aber die haben sich eben gegenseitig geschlagen. Hast du das gesehen? Das war ja hervorzückend. Oh Gott. Na, aber ob das Schaden macht, weißt du nicht. Doch, doch. Die fressen sich ja auch gegenseitig. Oh, guck mal. Wenigstens 4 Leute da. Warte mal ganz kurz, Seppel. Schreien immer so. Idiot. Sag mal. Was hast du für ein Benehmen? Ein Kopfschuss. Meine Güte. Noch ein Kopfschuss. Ich hol die mal, ne? Stirb doch endlich mal. Hier. Stirb. Stirb, stirb, stirb. Meine Fresse, wo wollen die denn alle hin, ey? Oh, den habe ich ja voll ins Maul. Nee, ins Nasenloch. Ich habe den voll ins Nasenloch geschossen. Guck mal, Marcel. Ja. Ist gut gemacht. Hier liegt noch einer. Hier irgendwo. Warte mal, wo ist er denn jetzt? Hier irgendwo liegt noch einer. Den habe ich auch getroffen. Irgendwo hier im Gräsel müsste der liegen. Warte, ich glaube, ich habe ihn. Ja, da ist er. Sehr gut. So, den kriegen wir den auch noch. Der andere ist, glaube ich, verendet. Oder abgehauen, ich weiß nicht. Eins von beiden. Der ist irgendwie im Wasser hier lang. Oder ja, das kann auch sein, dass der im Wasser gestorben ist, weil die können ja nicht schwimmen. Dann war mit mal nichts mehr zu hören. Ja, dann ist er selber schuld. Oh, meine Pfeile. Ich habe nur noch 22 Stück. Ich habe auch nicht mehr viele. Wir sollten mal da hinten hingehen und welche holen. 23 Pfeile habe ich. Kein bisschen Alkohol, rohes, kleines Fleisch. Ja, warte mal. Komm mal her. Ich gebe dir Alkohol. Ich kann dir dazu nur einzeln geben. Komm mal her hier. Ach ja. Warte. Hier. Oh ja, ich sammle mal die Knochen raus nebenbei. Ich gebe dir alle, weil ich sammle sowieso gleich wieder welche auf hier. Dann hast du wieder genügend. Und dann werde ich mal nachher auch den ersten Schrank bauen, damit du, weil dann lagere ich das da drin, dann kannst du dich am Schrank bedienen. So, eine habe ich noch, Marcel. Ja. Eine Flasche. Okay. Warte, eine habe ich noch. So. Die letzte. Hier ist sie. Sehr schön. Also ich glaub... Aber bevor wir da hingehen, werde ich mal schnell was essen. Oh Gott, genau. Stoff. Und dann holen wir uns mal ein paar Pfeile wieder, ne? Ja. Also vielleicht sollten wir das so machen, Pfeile holen, dann Alkohol holen, damit wir dann Feuerpfeile herstellen können und dann nochmal irgendwo Alkohol, damit wir uns ein bisschen schon... Ja. Das ist schon wieder... Wir können auch nochmal in eine Höhle gehen, da ist meistens auch Alkohol. Also im Singleplayer habe ich versucht, ihn in der Höhle hier in der Nähe... Ja, da ist nicht ganz so viel. Aber in manchen Höhlen ist eben ein bisschen mehr drin, ne? Ja, stimmt. Aber die Höhle hier ist auf jeden Fall sicherer, ne? Von unserer Basis aus. Das ist natürlich richtig. Das ist, aber da kannst du auch jederzeit runtergehen. Da sind immer wieder welche. Aber da wieder ein paar Stickies mitnehmen. Die werden wir ja auch mal wieder brauchen. Und da stehen sie schon wieder rum. Vielleicht... hinter dir ist was, das springt da. Ja, ist mir egal, ich hole mir jetzt trotzdem Pfeile, der soll abhauen. Ich habe ihn mal kurz angepiekst. Geht mir auf den Sack, der Trottel. Okay, so einfach ist das nicht, der will uns nicht in Ruhe lassen. Der Typ. Sage mal! Wo ist er denn jetzt? Ach, da.
Oh, zwei. Das ist aber auch ein oller Seppel. Ja. So, der ist weg. Besser ist das. Kann ja wohl nicht wahr sein. Einer ist noch. Du hast ungehobelt jetzt aber auch. So, der ist auch weg. Bring ihm mal Manieren bei. Zeig ihm das mal. Ja, hab ich. Gut. So, Pfeile hab ich jetzt voll. In der Höhle, wo wir doch letztens waren, da, die gleich hier vorne auf der Ecke ist, da war da auch so viel Alkohol, ne? Da, wo diese, warte mal, wo ist die Fahne? Also ich glaube, in der kleinen, bei uns, da war mehr drin. Ich kann mich natürlich auch irren, dann aber gehen wir dahin. Können wir auch machen. Kann mich natürlich auch irren, aber ich habe so das Gefühl. Nicht nur wieder Geld rum. Noch ein paar Snacks. Snacks? Ach, du findest ja alles wieder, ne? Ich finde nur Pfeile hier. Oh. Naja, ich kann ja die Koffer immer. Oh, Muschi, Klaus und Galoppel kommen, glaube ich. Da kommt was Großes, ja. Sollten wir vielleicht einen Bogen drum machen? Aus welcher Richtung kommen die denn? Ich war der Meinung, weit von rechts, also wenn wir jetzt nach links rumgehen. Dann lass uns mal nach Hause, dann gehen wir mal in die Höhle rein und holen uns mal ein bisschen Alkohol. Ja, das ist eine gute Idee, glaube ich. Ach ja, hier sind wir ja auch schon zu Hause. Ganz in der Nähe, also die ist gar nicht weit weg von der Höhle, die wir hier vorne haben. Haben wir gleich um die Ecke noch eine. Die ist nicht weit weg. Da waren wir noch nicht drinne. Hier sind aber auch wieder normale in der Nähe, höre ich gerade. Die verfolgen uns gerade so ein klein bisschen. Ja. Ist aber nicht so schlimm. Sollen sie mal. Also wir können in die hier gehen, in die wir schon waren, oder gleich hier vorne ein Stück weiter sind noch welche. Okay. Flugzeug wäre auch nicht schlecht, wenn man da demnächst mal hinkommt. Da waren ja auch einige Snacks, die ich dann auch wiederfinden kann. Ja, hier unten sind auch Snacks. Das ist sehr gut, weil ich hatte. Wollen wir hier rein oder da hinten? Da hinten ist auch eine an dem Felsen. Da hinten eine an dem Felsen. Noch nicht markiert, stimmt's? Nee, aber ich weiß, wo die ist. Na, dann lass uns doch die neue. Einmal auf Entdeckungsreise. Noch ein paar Sticks mitnehmen auf dem Weg. Also ich glaube, wir sollten dafür auch Aufbewahrung herstellen. Ja, machen wir. Ich baue Schränke. Also für die Sticks jetzt, ne? Das, ja, kann ich auch machen. Da gibt es auch, für Stickies gibt es auch Aufbewahrungskörbe. Halt. Guck, hier ist die Spalte. Ich mutter mich mal ein. Warum auch immer. So, ich bin drin. Okay, ich bin auch da. Feuerzeug an. Aber ich muss sagen, das mit dem Content gefällt mir schon für ein PlayStation 4 Spiel schon ganz gut. Warte mal, ich will mal ganz kurz einmal noch mehr Brandpfeil machen. Also die Felsen, die sehen schon aus, als hätten die Struktur. Finde ich gut. Ja, das ist schon in Ordnung. Manchmal wirkt das irgendwie so ein bisschen plastisch, weißt du? Oh, diese Fledermäuse, ich erschreck mich jedes Mal über diesen ollen Mist. Oh, hier können wir einmal speichern, Marcel. Das ist sehr gut, sollten wir vielleicht auch mal tun, wenn es schon angeboten wird, ne? Jo. Hä? Achso. Oh, guck mal, hier sind Snacks. Trotzdem werden wir erstmal speichern und dann
Gucken wir uns um. Also Snacks sind ganz gut für unterwegs. Ja, die machen sich gut. Was ist hier noch mehr? Nee, ne? Nee. Nö, also ich habe jetzt nichts weiter gesehen, außer unten so ein schickes Leuchten hier. Da schwimmt auch ein bisschen was rum, Stoff oder irgendwas. So, hier müssen wir wieder ducken. Muss hier mal kurz runter gucken. Okay. Also ich sehe nicht, dass sich da irgendwas bewegt. Ist ganz ruhig. Ja, also wenn wir mit den Eingeborenen kämpfen, wird das wohl so eine Vor- und Zurück sein. Weißt du, mal kurz ein bisschen anpicken und dann Ja, erstmal wieder weg und so. blocken kann man auch, aber das kriegt man mal gar nicht so schnell hin, wie die zuschlagen. Also Ja, vor allen Dingen die von schlagen schneller als daher. wir, wo ich mir die Frage stelle, warum. Denken wir am besten weiter, gar nicht weiter drüber nach, glaube ich. Hier höre ich aber schon was. Ja, hier müssen wir auch von hier oben schießen, warte. Weil da würde ich jetzt nicht runtergehen. Oh, das ist ja eine kleine Hammelhorde da unten. Naja, also da möchte ich jetzt nicht runtergehen. Die müssen wir so erwischen. Warte mal. Irgendwie wollte er gerade meine Pfeile nicht anfeuern. Warum auch immer. Die bewegen sich manchmal echt schnell. Das sind ja wieder die Weißen, ne? Die so abartig Ja, kann schnell sein, sind. Mann. Jetzt dümpeln die hier unten rum oder was? Ja, machen sie. Versuche mal einen zu erwischen. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe, aber doch, ich glaube, leuchtet gerade. Naja, dann hast du ihn auch gekriegt. Nein. Bin auch fast abgestürzt. Ah, da unten ist auch noch ein Galoppel. Oh Mann. Lauf doch mal da rein, du Vogel. Ja, Galoppel, komm mal ein bisschen dichter, mein Freund. Der bewegt sich aber auch kein Meter, ne? Ach Gott, nee, du. Dafür bewegt sich da was anderes. Ach, verdammt. Jetzt brennt er. Hab ihn. Komm, Galoppel, auch mal ein bisschen dichter. Hörst du seine Damengeräusche? Der hat irgendwas. Ihm ist nicht so gut. Galoppel. Ist er, ich glaube, wir sind zu tot da unten, ne? Ich geh mal gucken. Also irgendwas höre ich aber noch. Ja, Galoppel, der ist da hinten. Nee, ich höre noch einen normalen da irgendwie. Ja, da kriegen wir schon. Na, dann komme ich mal mit runter ein bisschen, ne? Der hat einen Pfeil im Kopf. Der Gutste. Im Kopf. So, er hat's hinter sich. Okay. Ich mach mal ein Lagerfeuer. Das ist eine gute Idee. So. Waren hier nicht noch mehr? Ja, ich weiß aber nicht, ob die noch da sind. Oh. Zack. Also es macht nicht den Anschein, als wenn die noch da wären. Weil die waren ja hier hinten irgendwo, ne? Brenne.
brenne für uns. Er knistert so schön. Ich finde das immer wieder lustig, wie die Teile hier so hüpfen. Ja, nicht? Wie, da habe ich einen Knochen in der Hand. Naja, egal. So, dann lass uns mal ein Stück weitergehen. Genau, also ich muss ja heißen, so in der Höhlen finde ich ja nicht schlecht. Allerdings, wenn es zu verzweigt ist, zu viele Wege gibt, dann auch schon wieder ein bisschen verwirrend, ne? Warte, ja. Aber dafür kannst du die Karte benutzen. Also manchmal hat er hier echt Probleme, den Pfeil anzuzünden. Ja, die Animation, die dauert immer ein bisschen länger manchmal. Und ich denke immer, Mensch, warum drückt er nicht? Okay. Zieht er das Tauchgerät an? Das soll er doch gar nicht. Muss aber wieder ausziehen. Hat er bei mir das Tauchgerät an, Hani? Ganz was schade. Ich seh das immer nicht, aber ich glaube nicht. Nee, du hast das nicht an. Nee, weiß auch warum. Ich habe meinen Kopf nach oben gehalten. Ja, ich leider nicht. Ich bin da unten geplumpt. Oh, warte mal, da ist was. Ja, ich zünd auch schon mal an. Ah ja, jetzt sehe ich ihn. Ah, da hinten. Warte, ich würde gerne mal versuchen, ihn zu treffen. Okay, na gut. Hast ja schon erledigt. Ja, kannst gleich nochmal. Mach mal nochmal. Da sind bestimmt noch ein paar mehr Schergen. Aber du musst aufpassen, da hinten ist Goloppel, Heinz. Ja, liebe Regie, ich habe das mit dem Tauchgerät verstanden. Ich mache mal ein Feuer hier, Marcel. So. Ja. Hier liegt noch ein Zahn. Sehr schön. Dann hole ich mal den Typen und leg den schon mal auf. Sehr schön. Dann müssen wir mal gucken, wo die nächsten gleich sind. Dann können wir den auch noch mal auf den Grill hauen. Ich guck mal. Ach, der hat sich da festgebackt. Hier um die Ecke. Ah, ja, ich sehe. Warte. Alles klar. Hast dann lass ihn da weiterbacken. Jetzt habe ich ihn getroffen. Wundervoll. Ich gehe mal nach unserem Heinzi hier gucken, ob der noch kokelt. Okay. Der hat's auch hinter sich. Hier. Sehr schön, dann werde ich mal trinken. Ja, ich habe gerade erstmal eine Kleinigkeit gegessen, weil Ausdauer geht ja. Ja, ich habe den Wasserschlauch da aufgefüllt gehabt, alles gut. Und du hast noch, wenn du einen Snack brauchst, sagst Bescheid, ich habe genug auf Tasche. Okay. Also ich habe auch aber noch erstmal müssen wir Erwin hier abkugeln. Bisschen Soda habe ich noch. Ja, Soda habe ich auch noch auf Tasche. Also wenn du Snack brauchst, ich habe 15 Stück, also ich kann dir welche abgeben. Ich habe 3 momentan und 9 Soda. Sammel dir den mal ein, ich nehme den Kopf. Okay, Knochen. Dann mach dir mal erst. Genau, dann sammle ich den Rest auf. Und du kannst dir dann noch ein paar Rüstungen machen.
Okay. So, hab ich. Das heißt, ich habe wieder Luft für die nächsten Knochen. Alter, die Geräusche hier, ne? Ein Baby. Da hinten sind sehr viele, Marcel. Oh ja, ich sehe es gerade. Baby ist weg. Boah, meine Fresse. Schreit er wie so ein alter Äpfel hier. So, da ist noch einer. Ach, den hast du gleich angezündet jetzt. Ob der auch so verbrennt? Alter. Manchmal passiert das. Manchmal hören die nicht auf zu brennen. Nicht immer, aber ab und zu. Die haben aber guten Schaden gekriegt durch das Feuer, was du mit denen angestellt hast. So, warte mal, wo ist denn unser Feuer? Oh, da hinten, kommt ne? noch einer, da kommt noch einer. Ja, warte mal, ich will hier erstmal einen Griff. Der backt gerade. Jetzt nicht mehr. Mann, du Penner, los jetzt hier. Geht um dein Leben, Mann. Das kann doch nicht sein. Bring mal deinen Kumpel mit. Irgendeiner lacht da noch rum. Ich bring sie mal mit. Da hinten liegen noch zwei. Ja, aber ich muss hier bleiben, weil sonst die spawnen. Also da musst okay. du die holen gehen und ich pass auf die beiden hier auf. Ja, mach ich. Ich hoffe, es kommt kein weiterer jetzt gerade. Oh, jetzt macht er zwischendurch das aus. So. Da ist der eine angekugelte. Ich glaube, da war wieder ein Baby oder irgendwas hat da rumgematscht. Naja. War hier nicht noch einer? Jetzt brenne ich auch noch. Ach Mensch, verdammte Kacke. Zwei Babys sind da. Und ich habe noch einen dabei. So. Was war das denn jetzt? Oh Mann, geht das olle Licht aus? So, die Babys sind fertig. Ich habe Schaden gekriegt, weil die ollen Viecher mich angesprungen haben. Ich bin schon wieder ins Feuer gerannt. Ach, Mensch. Ich habe auch ein Talent. Eine Brandsalbe herstellen hier. Ja, ne? Aloe Vera oder was war das? Aha, schon wieder. Jetzt reicht's. Was ist denn hier los? Hör doch mal auf zu brennen jetzt hier, sage mal. Jetzt reicht's. Die Schädel lassen wir liegen. Können wir sowieso nicht mitnehmen, wir müssen damit irgendwas nee, bauen. Nee, ich könnte zwar jetzt noch hier Lampen hinbauen, aber wozu? Hier sammeln wir mal die Dings auf, hier die Knochen. Sehr gut. Jo, erledigt. Na nun, mach doch schon den Pfeil an, also. Ja, meine Brandpfeile sind alle. Also die Babys sind hier schon weg. Hier liegt ganz viel Geld. Hier auch. Es kommt aber immer noch was aus denen raus. Ich weiß. Hier ist noch ein Köfferchen. Wieder mit Klamotten. Hier ist auch noch Geld. Leichenschändung. Hier kann man aber wieder tauchen, ne? Auch. Ja, dann machen wir nachher auch gleich. Ich will erstmal hier das Zeug absuchen.